jetzt mal wieder auf Tour, schönstes Wetter und es geht, man mag es kaum raten, Richtung Harz. Klinik und Hotel, beides zusammen. Problem ist, einziger Einstieg, den wir jetzt wirklich gefunden haben, ist dieses legendäre kleine Fensterchen. Warum so lustig? Komm her, ich halte das Treppchen. Geht's? Das war im Rücken. Leute, nach diesem spektakulär blutigen Einstieg wollen wir jetzt mal gucken, wo es hier in dem Gebäude überhaupt weitergeht, wo wir hier überhaupt sind. Wir sind hier auf jeden Fall in einem Umkleidebereich Frauen, der überhaupt nichts mehr vor sich weiß. Hier gibt es noch jede Menge alte Bäder und so, die doch schon interessanter aussehen. Also ich glaube, der Einstieg hat sich schon gelohnt, das kann man schon so sagen. Ich halte jetzt mal so ein bisschen die Augen offen, weil wir das Gebäude, wie gesagt, noch nicht kennen. Ob es hier vielleicht noch Bewegungsmelder oder ähnliches gibt. Ich muss euch erstmal wieder scharf stellen, das übliche Problem. Und dann wollen wir mal gucken, wo wir hier sind. Ja, es sieht hier aus wie die Heizungsanlage. Noch gar nicht so alt im Stil. Wo es aber auch erstmal nicht weitergeht. Was uns aber ein bisschen wundert, ist, dass die Heizungsanlage noch 30 Grad Temperatur hat. Fachmann. Ja, Leute von der Waterkant. Man muss sagen, ein Gebäude, was wirklich merkwürdig ist, hier total vergammelt, wo wir schon gesagt haben, naja, das ist ja schlimmer als das Schlimmste, was wir haben. Dann geht es hier durch einen total vergammelten Gang und dann, man mag es kaum glauben, in einen Raum, wo wiederum noch Möbel drinstehen. Wo man sagen kann, ja, spannend, sieht gut aus. Der Fußboden völlig hochgequollen. Entschuldigung fürs Deutsch. Aber ansonsten ein genialer Raum. Hier hängen noch die alten Luftballons an der Decke. Hier hängen noch, Grüße an meinen Kumpel André, Fahrradposter an der Wand. Hier stehen noch die Tassen. Also ich glaube, dieses Gebäude wird hier uns noch einige Freude bereiten. Das sieht auf jeden Fall hier mega, mega interessant aus. Hier liegt noch eine alte CD-Hülle rum. Hier oben, als ob die letzten Musiker hier noch standen. Hier liegt noch eine E-Gitarre, ein Kasten Bier. Also hier könnte man heute noch das Konzert machen. Es ist unglaublich. Gut, etwas verstimmt. Hier steht noch ein halbvoller Kasten Bier. Abgelaufen, das ist ja immer das Interessante. 26.11.2012. Ich hätte fast gesagt, Teile einer Urbexer-Ausrüstung gefunden, die wir hier natürlich auch stehen lassen. Und man kriegt natürlich immer so einen kleinen Schreck, wenn man nicht genau weiß, huch, wo oder wer ist hier irgendwie in der Nähe.
Aber ich muss schon sagen, dieser Fußboden hier, man kann das ja schlecht sehen auf den Fotos, aber der ist 50, 60, eventuell 70 Zentimeter hochgekommen. Das ist schon, das sieht man nicht alle Tage. Hier muss schon richtig, richtig doll die Feuchtigkeit drin sein. Und wenn man auch so die Spinnenweben und so sieht, also das steht hier schon einige Zeit leer. Ja, Leute, ich würde sagen, Glücksfund ist auch mal ein Fund. Solche Gebäude, die hat man nicht alle Tage. Das muss ich mal so sagen. Hier sind wir jetzt in einem Partyraum, wo man jetzt wirklich aufpassen muss, ob hier vielleicht doch noch Bewegungsmelder oder sowas sind. Hier ist ja wirklich alles am Start, um das so mal auszudrücken. Hier liegt noch die Technik rum, hier hängen noch die Flyer. Hier ist noch ein Sofa. Kein Licht machen. Selbst der Läufer ist hier. Genau, Max sagt schon, wir machen hier mal kein Licht. Hier scheint jemand seinen 50. Geburtstag gefeiert zu haben. Jedenfalls liegen hier noch jede Menge 50. Geburtstagsutensilien. Und ja, ich würde mal sagen, hier gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer um. Hier geht es noch in so einen kleinen Raum dahinter. Auch hier noch Prospekte, das werde ich nachher verpixeln, wo wir hier sind. Das Apartmenthaus ist das, also das ist ein Apartmenthaus gewesen. Und ja, bei mir hat sich gerade der Schimmel unterm Fuß gemeldet. Hier auch noch überall Beleuchtung. Hier ist eine Alarmzentrale, wo wir hoffen, dass die nichts mehr macht. So, Löffel, Tassen, Teller. Hier noch eine Räumlichkeit, wo wir eigentlich gar kein Licht mehr brauchen, der auch noch ziemlich, ziemlich gut eingerichtet ist. Also ich muss sagen, von diesem Objekt bin ich jetzt mal angenehm überrascht. Hier auch sehr hübsch gemacht. Noten an der Wand, so wie man das halt früher dekoriert hat. Hier noch ein altes Hochzeitsfoto, was in so einem Rahmen ist. Das ist gerade so interessant. Als wir hierher gekommen sind, war hier gerade eine Hochzeit. Und jetzt sind hier noch alte Hochzeitsfotos. Und hier eigentlich für uns ganz interessant, ein Kalender. Wo man sagen kann, da steht Juni drauf, aber leider nicht das Jahr. Können wir leider nicht feststellen, von welchem Jahr der ist. Aber ich glaube, in diesem Objekt werden wir das noch genau feststellen. Hier steht ein Auto, was uns sehen könnte. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und auch hier wieder, viele meiner Kumpels sagen das ja immer, irgendwie zur Weihnachtszeit scheint sowas immer pleite zu gehen. Auch hier Weihnachtsbeleuchtung, Steckdosen, alles, was man so für Weihnachten eigentlich braucht. Und das ist schon wieder so eine Sache, wo ich sage, ja, warum wieder mal zu Weihnachten? Ich kann das Ganze nur unterstreichen. Hier ein riesiges Bild, wunderschön mit Rahmen. So, der liebe Max ist schon unterwegs, jetzt geht's in die Küche zum Abwasch. Wollen wir mal gucken, hier auch so eine alte Holzschale. Und ich schätze mal so, wie die anderen Gebäude und Räume aussahen, wird auch die Küche hier noch einiges am Start haben, was für uns interessant ist. Da stehen noch so die üblichen Sachen, die in der Küche stehen. Gläser, Töpfe, Tassen, eine alte Handtasche, eine 25 Cent Wasserflasche, wo mich natürlich jetzt ein bisschen das Datum interessiert, weil die sieht noch relativ neu aus. Ja, die geht zwar nur ums Pfand. Ist aber auch aus 2012. Max sagt schon, es geht mir nur ums Pfand. Nein, nicht nur. Und ich würde mal sagen, wir gehen hier mal weiter. Wir sind immer noch in der Großküche und ich muss sagen, diese Küche riecht nicht mehr so nach Küche, wie man sich das eigentlich vorstellt. Hier steht noch eine Tischtennisplatte, kommt in der Küche eigentlich auch eher selten vor. Hier noch die Abzüge. Hier für meinen Freund, es hat gerade einer so einen Spültisch gesucht, hier steht einer. Namen darf ich natürlich nicht nennen, welcher meiner Kumpels das ist. Und jetzt sind wir hier im nächsten Raum angekommen, wo man sagt, ja, das scheinen diese Küchenräume zu sein. Also wenn mal jemand wirklich Armut hat, hier steht noch jede Menge sehr gut drin. Nein, fordere ich auch nicht zum Klauen auf. Aber hier steht noch Leergut, das könnte man noch zu Geld machen. Also ich würde mal sagen, was wir jetzt in dem Gebäude alles gesehen haben, so für 30, 40 Euro Leergut wäre das hier. Hier steht sogar noch meine Biersorte, nämlich das Clausthaler, alkoholfrei. Aber es ist leider 2012 abgelaufen. Also geht auch nicht mehr an den Start für uns. Hier stehen noch ein paar Coffee-Mart. Schreibt mal in die Kommentare, wer die alten Teile noch kennt. Coffee-Mart. Tabakwaren Großeinkauf Hannover. Tja. Und hier, könnte ich an meinen Daddy denken.
endlich mal wieder ein paar Schallplatten. Und auch wieder Weihnachtsbeleuchtung und alle solche schicken Sachen. Moin. Abends gestoßen. Guck mich nicht so an. Leiser. Wieder. So. In Form eines. Ich dachte, du meinst Flaschenöffners. So Leute, jetzt muss ich noch mal ein bisschen was filmen. Wir sind hier im Sommer eigentlich oder im Frühjahr bei 24 Grad vorhin angekommen. Und jetzt guckt mal. Wir hauchen hier drin. So kalt ist es hier in der Bude. So viel zum Thema, nehmt euch eine Jacke mit. Ja Leute, hier schon ein paar Spinnenweben am Start. Man kann hier eigentlich nur drunter durchgehen. Hier ganz interessante Messinstrumente, Rollschuhe, Skateboard. Schönen Gruß an die Spielegruppe. Jede Menge Spiele, die hier in der Ecke stehen, die bringe ich euch mal lieber nicht mehr mit. Max hat gerade eine Gitarre gefunden, die zwar schon etwas grundverschimmelt ist, aber naja. Und auch hier Stiefel, Spinnenweben, Skier und jede Menge Gerümpel. Ein schöner alter Schlitten. Und Max macht hier noch das Abendkonzert. Und wir gehen mal weiter. Bisschen Spaß muss auch so Natur immer sein, sonst wird es ja auch langweilig sein. Begeisterungsstrom ins nächste. Hier ist wirklich alles noch am Start. Hier steht ja, Jack Daniels, eine Zapfanlage. Hier überall das Ganze geschmückt. Also ich bin jetzt ganz hin und weggerissen, muss ich sagen. Das ist hier aber auch wirklich total noch eingerichtet. Hier hinten steht nur ein Sofa. Ich musste nur eben gucken, hier leuchtet noch was. Und hier scheint es in dieses Nachbargebäude zu gehen, wo wir nicht reingekommen sind. Hier ist auch noch ein Bewegungsmelder am Start, den wir nicht auslösen werden. Okay. Hier neben uns. Und da werden wir hier im Moment nicht reinkommen. Das ist auch zugeschweißt, das ist auch gut so. Und ja, auch hier in der Bar 2012 die Sachen abgelaufen. Was ganz, ganz selten ist bei diesen Gebäuden, das werdet ihr mir auch recht geben, hier stehen noch Flaschen, die sind zwar verschimmelt, aber die sind noch voll. Die sind aus 2012 voll. Und ja, ihr hört meine Begeisterung, ich kann es gar nicht sagen. Hier ein mega schöner Spiegel am Start. Hier noch ein Schrank, wo ich sage, alter Schwede, gut, dass hier nicht so viele Leute reingekommen sind. Der ist nicht kaputt gemacht, der ist gar nichts. Da steht noch Muttis Lektüre drin. Da können wir, hier, der Schlüssel steckt noch, nicht ohne meine Tochter. Hier ist noch Muttis Lektüre am Start. Es ist unglaublich. Hier ist irgendwie eine Alarmtröte, hier ist ein Aufzug, werden wir gar nicht erst probieren. Ja, hier noch ein alter Fernseher, wie man sich das vorstellt. Der legendäre Blick, den man ja immer wirft, wenn man wieder scharf ist, ist in den Kühlschrank. Max macht mal den Kühlschrank auf. Gut, der ist leer geräumt. Hier hat es noch eine Sektparty gegeben. Hier liegt noch eine Zeitung von 24. Juni 2012. Also das wäre nicht zur Weihnachtszeit gewesen. Das wäre ein bisschen später gewesen. Ja, Max hat gerade festgestellt, Süffelpflaster. Aber ich glaube, Süffelpflaster von 2012 will ich jetzt nicht mehr haben. Ich werde hier nochmal hinter die Theke gehen. Mal gucken, ob es hier weitergeht. Und... ja, hier ist so ein kleiner Abstellraum, der nicht wirklich lohnend ist. Ja, brauche ich eben zum Filmen leider. Auch hier ganz, ganz viele Getränke. Ihr wisst ja, ich trinke keinen Alkohol, deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen, was das genau ist. Hier hinter uns Preisliste. Schönen Gruß an die liebe Ines. Kleiner Latte Macchiato gibt's nicht, den großen für 2 Euro. Also, hier kannst du noch günstig eine Latte trinken, aber ich glaube, damit ist es auch nicht getan. So, hier noch jede Menge Leergut. Und ja, hier stehen noch die Gläser im Regal. Also, wenn wir mal Party machen müssten, hier ist wirklich noch alles am Start, was man sich so wünschen kann. Muss ich mal so sagen. Und ich würde mal sagen, selbst der saure Apfel ist noch drin. Ja, Max sagt gerade hier, film doch mal. Hier sind noch alte Skier an der Wand. Hat er völlig recht. Man sollte hier ruhig noch ein bisschen was filmen. Jack Daniels. Hier Sinalco, diese Patronen. Also hier ist noch einiges, was wirklich toll ist. Hier noch so ein altes Symbol. Ja, unendlich viele Sachen am Start. Alles aus 2010. Stühle, Sachen. Ich kann das hier gar nicht alles filmen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Da ist selbst mal meine Kamera und ich mit überlastet. Unendlich viele Sachen. Vom Kronleuchter über Pflegemittel, Stühle, Tassen, Leuchtstofflampen, Ventilatoren, Poster. Hier ist wirklich alles noch am Start. Das muss man mal so sagen. Ich hoffe mal jetzt, dass hier auch so ein bisschen keine Bewegungsmelder sind. Max ist hier gerade mal vor mir. Nicht wundern, dass hier jemand steht. Das heißt, da ist ja noch jemand. Ja, wir natürlich. Und ja, auch hier eine riesige Werkstatt. Viele, viele Geräte. Aber alles natürlich auch in die Jahre gekommen. Hier hängt noch der Regenmantel. Ich krabbel jetzt gerade bei mir am Arm. Ich muss hier mal gerade ein bisschen drüber schneiden. Hier hängt noch so eine Warthose. Ich sage mal, dass das hier alles noch so steht seit 2012. Hier, Bosch-Geräte. Und wie gesagt, ich sage es auch immer wieder, auch gerade wenn wir hier diese Geräte finden, wie Bosch und so weiter, die sind hier und die bleiben hier und wir nehmen hier auch nicht mit. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und ja, auch sonst. Ein altes Radio. Ein altes Radio höre ich gerade von Max noch. Und ich würde mal sagen, wir düsen einfach mal weiter, weil jetzt sind wir schon relativ lange hier in dem Gebäude. Und dann wollen wir mal weiter gucken. Ja, Leute, Max hat es schon richtig gesagt, hier ist die Elektrizität noch an. Hier noch ein Flachbildschirm. Wir müssen hier ein bisschen wieder aufpassen. Wie gesagt, das war von außen mega abgesichert. Hier, man sieht es auch, leuchtet an der Tür. Da ist der Strom noch an. Ich mache mal das Licht aus, dass ihr es seht. Da sind diese roten LEDs noch. Wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwie weiter können. Denn wir haben keine Lust, weil dieses Gebäude ist wirklich gut gesichert, dass wir hier irgendwie, wenn wir hier einen Alarm auslösen sollten, nicht mehr zeitnah rauskommen. Das ist dann so. Das ist das Problem, genau, das sagte ich eben gerade im Video. Hier ist selbst die Kuh in den Aufzug gestellt, man mag es kaum glauben. Warum auch immer, hier steht die Kuh im Aufzug. Das ist zwar ein Esel, aber macht nichts. Gut, Max sagt, es ist ein Esel. Eine Ziege oder so. Eine dumme Ziege. Hier ist der Aufzugstriebwerksraum. Den brauchen wir jetzt nicht. Hier ist noch ein Aufzug, interessanterweise. Und ja, jetzt werde ich mich mal der Tür zu diesem Hotel noch widmen. Ob man da eventuell vielleicht doch noch weiter kann. Aber das sieht ziemlich, ziemlich zu aus. Es ist zwar offenstehend. Wir leuchten hier mal rein. Man sieht es vielleicht NATO-Draht. Die Tür kann man auch aufmachen, das ist kein Thema. Nee, kann man nicht wegen dem Rohr. Ja, man sieht, das ist nur aufgemacht wegen des Rohrs. Man könnte jetzt hier sicherlich über diesen NATO-Draht weg. Leute. Soll ich da mal reinleuchten? Ja, leuchtet mal rein. Seht es uns nach, wir werden in dieses Gebäude hier nicht weitergehen. Die nächste Tür ist wiederum mit NATO-Draht zu. Deswegen werden wir jetzt hier auf den Rückzug gehen. Es ist nicht notwendig, wie gesagt. Man könnte sicherlich rein, aber man muss nicht überall rein, auch wenn es geht. Wir haben hier ein tolles Erlebnis gehabt in diesem Gebäude. Und ich würde mal sagen, Max, lass den das Werkzeug liegen. Und ich würde mal sagen, dass wir hier gleich das Endvideo machen. Das war einfach mal ein interessantes Gebäude. Wenn es auch nicht so wirklich zuordbar war. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Plays wieder. Nicht wahr, Max? Ja.